Die jeweiligen Autoren und sonstigen Verantwortlichen übernehmen keine Haftung für den Inhalt der Veröffentlichungen, insbesondere im Hinblick auf Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Die Informationen dienen lediglich der allgemeinen Bildung und Weiterbildung und nicht der Beratung in einem konkreten Anliegen. Die zur Verfügung gestellten Inhalte entstehen teilweise offen und ohne direkte redaktionelle Begleitungskontrolle. Daher ist es möglich, dass Sie hier auf unrichtige, unvollständige, veraltete oder verkürzte Angaben treffen. Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle. Haftungsansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen. Der Verbrennungsmotor des Toyota Prius wird nicht durch einen konventionellen Anlasser, sondern durch die Hybridbatterie in Verbindung mit dem Elektromotor des Hybridantriebes gestartet. Bei eingeschaltetem Hybridsystem wird die 12-Volt Bordelektronik über die Hybridbatterie versorgt, die das 12-Volt Bordnetz stabilisiert und die 12-Volt Bordnetzbatterie lädt. Bei ausgeschaltetem Hybridsystem entlädt sich die 12-Volt Bordnetzbatterie schneller, falls das Fahrzeug längere Zeit steht. Vor allem Dauerverbraucher wie Smart Entry oder die Diebstahlsicherung zehren am Ladezustand der 12-Volt Bordnetzbatterie. Wird einmal versehentlich das Licht angelassen oder die Innenbeleuchtung über Nacht vergessen, entlädt sich die 12-Volt Bordnetzbatterie in kürzester Zeit. Das Fahrzeug kann nicht mehr gestartet werden, weil der Bordcomputer wegen der fehlenden 12-Volt nicht in Betrieb gehen kann. Man kann dem Fahrzeug durch Zuführen von Fremdspannung schnell wieder auf die Beine helfen. Dieses Vorgehen ist von der Sache her vergleichbar mit der Starthilfe für konventionelle Fahrzeuge. Wichtigster Unterschied dazu ist jedoch, dass es vordergründig nicht darum geht, den Verbrennungsmotor zu starten, sondern den Bordcomputer des Fahrzeuges hochzufahren, der nach seinem Start das Hybridsystem reaktiviert, welches dann selbst für die 12-Volt Bordnetzspannung sorgt und die 12-Volt Bordnetzbatterie wieder auflädt. Im Grunde kann jeder 12-Volt Akkupack für die Hosentasche oder jedes Mofa mit 12-Volt Batterie dem Toyota Prius Starthilfe geben. Im nachfolgenden Video werden die Vorgehensweise und die Anklemmpunkte für die Fremdspannungsquellen beschrieben. Im Gegensatz zu konventionellen Fahrzeugen befindet sich der Fremdstart Pluspol bei diesem Fahrzeug im Sicherungskasten im Motorraum in Fahrtrichtung links. Unter dem Deckel des Sicherungskastens befindet sich ein roter, rechteckiger Deckel. Den roten Deckel klappen Sie nach rechts. Darunter befindet sich der Metallstreifen, an dem das rote Überbrückungskabel angeschlossen wird. Der Anschluss ist so dimensioniert, dass jede Art von handelsüblichen Starthilfekabeln passt. Die schwarze Klemme an unlackierten Metallteilen, zum Beispiel direkt am Motorblock oder an geeigneten Stellen der Karosserie im Motorraum des Fahrzeuges anbringen. Nach dem Booten des Bordcomputers und der daraus resultierenden Reaktivierung des Hybridsystems sollte das Multi-Informationsdisplay wieder normal funktionieren. Sie können den Verbrennungsmotor des Fahrzeugs nach dem Aufleuchten der Ready-Anzeige manuell starten. Beachten Sie bitte, dass Sie das Fahrzeug ausreichend lange mit dem Verbrennungsmotor bewegen, damit die 12-Volt Bordnetzbatterie durch das Hybridsystem geladen werden kann. Falls das Hybridsystem zu früh wieder ausgeschaltet und damit die Aufladung der 12-Volt Bordnetzbatterie unterbrochen wird, ist unter Umständen ein erneuter Fremdstart erforderlich. Zusatzhinweis: Falls die 12-Volt Bordnetzbatterie tiefentladen war, müssen die Fensterheber neu initialisiert werden.